Heute, dass man auf einmal Herrn Höcke, den man als Faschisten bezeichnen kann in diesem Land, und Bodo Ramelow, dass man diese beiden gleichsetzt an einem solchen Wahlabend, wo die Brandstifter mit 24% knapp in den Landtag in Thüringen einziehen, das halte ich für ein völlig falsches Signal, hier eine Gleichsetzung zu machen. Dass ein solches Ausmaß von Wählerbeschimpfung, jeder vierte Wähler hat die AfD und Herrn Höcke gewählt. Wann kommen Sie in Ihrem hohen Ross denn mal runter? Die Wähler laufen Ihnen doch weg. Die AfD ist dreimal so stark wie Sie. Wann merken Sie das? Herr Kellner, über 20% bei der Europawahl, in Umfragen regelmäßig ja. Herr Baumann, noch mal zurück zu Herrn Höcke. Der Verfassungsschutzpräsident hat ja geurteilt, der Flügel werde immer extremistischer. Was heißt denn das für Ihre Partei, wenn Sie jetzt jemanden haben mit einem solchen Erfolg, von dem der Verfassungsschutz sagt, auch der Flügel werde immer extremistischer? Der Verfassungsschutz ist leider missbraucht worden als Waffe im politischen Kampf, als Waffe gegen die AfD. Ich habe das genauso im Bundestag auch die Rede dazu gehalten. Es ist ein Präsident des Verfassungsschutzes entlassen worden. Ich war im Innenausschuss, habe die ganzen Dinge gesehen, wie das passiert ist. Und ein etwas geschmeidigerer gewählt worden. Dem mussten wir über eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtes, in Köln war es, glaube ich, ein ordentliches Gericht, verbieten, dem Verfassungsschutz, uns als Prüffall, die AfD als Prüffall zu bezeichnen. Öffentlich zu also bezeichnen, wir mussten, aber doch, weiter, Sie sind doch, es ja weiter. Doch zu bezeichnen. Die AfD, der durfte, der Politik der Verfassungsschutz, dem musste verboten werden, durch ein ordentliches deutsches Gericht, die AfD öffentlich als Prüffall zu bezeichnen. Das aber Sie ist sind so. Es weiter. Also aber das zeigt doch, wie der Verfassungsschutz missbraucht wird hier in der Republik. So sehen wir das. Fragen Sie doch mal den Herrn von der Linken. Der hatte auch die kommunistische Plattform. Die wird seit Jahr und Tag vom Verfassungsschutz beobachtet. Warum ist das kein Thema in dieser Runde? Warum immer dieses gleiche, sozusagen aus linksgrünem Mainstream-Bashing auf die AfD? Es ist doch so, dass 2/3 der Wähler mittlerweile sagen, in Umfragen, Allensbach, man muss Angst haben, in diesem Land überhaupt noch zu diskutieren politisch, wenn es um bestimmte Themen geht, Angst haben, seine Meinung zu sagen. 2/3 in der Allensbach-Frage. Jetzt kommen Sie mit dem Verfassungsschutz. Das ist genau dieses Klima, was erzeugt wird und was die Bürger, was die Wähler nicht mehr wollen. Und das Ergebnis sehen Sie am heutigen Abend. Die Wahlergebnisse in der Wahlkabine. Erstens, kann keiner sitzen sozusagen Sie hier vor einem Millionenpublikum und können Ihre Meinung sagen. Sie können im Bundestag Ihre Meinung sagen. Vielleicht es geht liegt um es die auch, Konsequenzen, die man hat. Auch an einem sehr rüden Ton, der in der Republik mittlerweile herrscht, dass Menschen sich nicht mehr trauen. Aber rüder Ton, eine Partei, die jetzt ein Viertel aller Wähler hat, als Nazis oder Extremisten zu, gibt es einen rüderen Ton. Die Nazis haben Millionen Menschen umgebracht. Rüder geht's doch nicht. Das ist doch die Heuchelei schlechthin, sozusagen von Ihrer Warte jetzt noch zu sagen, wir würden spalten. In jedem, naja, was also auch Sie nicht, sagen heute, ihre, aus jedem, was Sie sagen heute Abend, kommt Spaltung. Ein Gericht, das festgestellt hat, dass Herr Höcke als Faschist bezeichnet werden kann. Und Sie stellen doch sicherlich nicht den Rechtsstaat in Frage. Sie haben alles stellen Sie den Rechtsstaat in Frage. Also diese Frage stellen ist ja, Sie ein juristisches ist, Urteil, dass Herr Höcke als Faschist bezeichnet werden kann, in Frage. Dann sagen Sie das hier. Nach den deutschen Gerichten. Nach den deutschen Gerichten darf jeder mittlerweile als alles bezeichnet werden. Das hat mit Herrn Höcke gar nichts zu tun. Da könnten Sie auch als Faschist bezeichnen, so irgendwas. Die Gerichte würden da genauso recht geben. Wir haben ja gerade vom Verfassungsschutz geredet. Aber das war, glaube ich, die Antwort auf die Frage zum Verfassungsschutz. Aber Sie hatten, glaube ich, noch eine Zusatzfrage gestellt. Ja, aber das hat sich jetzt erschöpft. Herr Kellner, über 50% haben in Radio Deutschland 1, das Talkradio für Deutschland. Ruf an und sag uns deine Meinung. Radio Deutschland 1, wir sprechen Klartext.